Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Wir haben heute Samstag. Wir haben hier gerade so ein kleines bisschen den Haushalt gemacht, denn meine Family kommt heute. Habe ich euch ja im letzten Food Haul erzählt. Einige haben geschrieben, dass sie gerne möchten, dass ich euch heute ein bisschen mitnehme. Und das machen wir natürlich dann gerne. Ich habe ja gesagt, dass ich euch dann beim Kochen und so auch mitnehmen werde und euch einfach zeige, wie wir Thanksgiving quasi so feiern. Da kam das letzte Mal auch unter dem Food Haul noch ein paar Mal die Frage, so warum wir das eigentlich machen. Und das hatte ich ja in dem Video eigentlich schon erzählt. Also an sich haben wir halt nichts mit Amerika zu tun. Leider. Ja, ich habe das einfach irgendwann, so 2017 glaube ich, habe ich das erste Mal angefangen, dass ich so richtig amerikanische YouTuber verfolgt habe. Und bei jedem habe ich dann immer gehört, dass sie heute Thanksgiving haben und jetzt haben wir Thanksgiving und heute ist Thanksgiving. Und irgendwann dachte ich mir so, was ist das eigentlich? Und dann habe ich mich mal darüber informiert und ich fand einfach, ja, das Prinzip an sich total schön. Und zwar, dass man halt neben Weihnachten nochmal ein Fest hat oder einen Feiertag einfach, wo man mit der Familie zusammenkommen kann und wo man einfach viel quatschen kann, was Leckeres essen kann, viel Spaß zusammen hat, Spiele spielen kann, was auch immer. Und genau, deswegen haben wir uns seit 2017 dazu entschieden, dass wir das machen. Wie gesagt, 2017 und 2018 haben wir es dann gemacht. Und ab 2019 dann nicht mehr, einfach weil es von der Zeit her immer ja, knapper wurde. Mein Bruder musste dann natürlich zur Schule und das ist ja immer donnerstags. Freitags hat er halt immer Schule und das ist dann natürlich auch doof. Oder am nächsten Tag muss man dann immer arbeiten. Tim hatte immer so doofe Arbeitszeiten, dass er teilweise gegen ja, 19 Uhr schlafen musste. Wenn man dann an dem Tag noch arbeiten war, dann ist das halt auch immer blöd wegen ja, Frühdasein und sehr viel Stress nach der Arbeit dann auch. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, lassen wir es sein. Dieses Jahr haben wir allerdings ja Zeit dazu und deswegen haben wir gesagt, machen wir mal. Wundert euch nicht, Emily sitzt in ihrer Wippe und spielt mit ihrer Rassel. Deswegen haben wir gesagt, okay, komm, wir machen das dieses Jahr einfach nochmal, allerdings nicht am traditionellen Donnerstag, sondern wir haben heute Samstag. Ja, also ist es halt nicht wirklich Thanksgiving, sondern es ist eher ein Familientreffen mit Thanksgiving-Essen. Genau, wir dachten, das wäre einfach auch eine schöne Idee. Deswegen machen wir das. Ich finde es einfach schön, bevor dieser ganze Weihnachtstrubel und so anfängt, dann nochmal zusammenzukommen, Zeit zusammen zu verbringen. Ohne Geschenke, dies, das, Ananas. Deswegen freuen wir uns da heute drauf. Apropos Geschenke, es sind schon einige Weihnachtsgeschenke eingetrudelt. Wir haben uns dieses Jahr übrigens mit meiner Familie dazu entschieden, dass wir wichteln werden. Genau, also mein Stiefvater, meine Mutter, Tim und ich. Also wir werden nur zu viert wichteln, weil Tim und Emily sind mein Bruder und Emily sind Kinder und da haben wir gesagt, die bekommen trotzdem weiterhin ihre Geschenke, ohne dass wir da irgendwie wichteln oder so. Genau, deswegen sind die beiden ausgeschlossen, aber wir werden zu viert wichteln und ich habe Tims Weihnachtsgeschenk schon, ich habe das Wichtelgeschenk und Emily ist eigentlich auch schon komplett fertig. Sie bekommt dieses Jahr so ein Armband von uns, wo ihr Name draufsteht und das Geburtsdatum und wir haben ihr die Tonybox gekauft. Wir haben uns nämlich dazu entschieden, dass Emily eine Tonybox kriegt. Viele sagen so, oh mein Gott, viel zu früh. Finde ich gar nicht, weil wirklich super viele von euch mir geschrieben haben, dass ihr eurem Kind auch sehr, sehr früh eine Tonybox geschenkt habt. Und ich finde das Prinzip einfach dahinter schön, weil man kann ja jetzt einfach schon anfangen, darüber Musik zu hören. Die Figuren sind total süß und man kann dann einfach jetzt schon anfangen, zum Geburtstag und so Tony-Figuren zu kaufen. Und ja, muss dann halt nicht zum Geburtstag dieses Riesenteil kaufen. Ich meine, so riesig ist es jetzt nicht, aber vom Preis her. Wenn sie dann halt älter wird, kann sie darüber dann halt auch Hörspiele hören. Oder wenn sie noch älter ist, gibt es ja auch diese Was-ist-was-Tonys und so. Also finde ich wirklich richtig cool. Deswegen haben wir uns dazu entschieden. Wir haben allerdings so eine Pre-Love-Tonybox geholt. Also die ja, ist quasi gebraucht. Allerdings wurde die von Toni selber wieder aufbereitet. Und neuer Akku, neue Öhrchen und so dran gemacht. Jetzt haben wir damit einen schönen Schnapper geschossen. Haben da direkt noch so einen Kreativ-Toni bei. Haben jetzt noch andere Tonys gekauft. Einmal mit so Schlafliedern. Den kann Emily dann, wenn es dann soweit ist, direkt benutzen. Emily liegt hier in ihrer Wippe. Na, sie! Guten Tag! Du bist total vollbeladen hier mit Spielsachen. Kann das eigentlich sein? Wir haben hier oben so ein Knisterding dran hängen. Weil das guckt sie immer an. Die Sterne sind irgendwie voll uninteressant. Das findet sie interessanter. Könnte man eigentlich auch mal wegmachen, weil guckt sie eh nicht an. Haben wir hier noch eine Rassel. Kannst du auch schon ganz toll greifen. Alles klar. Zeig mal, wie toll du das kannst. Komm her. Komm, greif mal. Ja, super, ne? Toll! Ganz toll! Dann habe ich hier noch eine Rassel, aber ich glaube, die ist uninteressant. Und hier so ein Beißring. Ich habe dir den jetzt einfach gegeben, weil sie das die ganze Zeit in den Mund macht und das ist ein bisschen zu hart. Deswegen kannst du dann das hier nehmen, ne? Also Emily sitzt jetzt gerade da drin, weil wir nämlich hier ein kleines bisschen aufgeräumt haben. Ich muss jetzt hier noch die Kisten und so wegräumen. Wir haben hier übrigens unseren wunderschönen Adventskranz stehen. Sieht sehr toll aus, ne? Ich lieb's irgendwie. So, dann haben wir hier übrigens noch ein neues Nest. Haben wir bei Amazon gekauft.
Finde ich auch sehr schön. Mal ein bisschen hier auf den neuesten Stand bringen. Haben wir jetzt, wie gesagt, hier überall aufgeräumt. Ja, Schlafzimmer ist, wie gesagt, auch ordentlich. Ich wollte nur noch das Ding an die Tür hier stellen, das alte Nest. Sonst war es das eigentlich. Da sind noch ein paar Sachen, die wir noch verkaufen wollen, weil das Sachen sind, die Emily entweder nie anhatte oder die wir doppelt haben. Die dann zu behalten, wenn wir die doppelt haben, ist halt irgendwie auch doof. Ja, wir haben die dann von zwei Seiten geschenkt bekommen. Das ist halt ein bisschen blöd, ne? Oder wir haben die Sachen dann selber gekauft und es dann noch Geschenke kriegt und ja, das ist dann ein bisschen doof. So, ich werde jetzt mal die Gesundheit Nest hier wegstellen. Süppi. Tim hat gerade schon netterweise das Bad sauber gemacht. Und ich werde mich jetzt hier reinbegeben. Denn wir müssten mal langsam anfangen. Wir haben jetzt Viertel nach zwölf. Gehe ich eigentlich an den Kühlschrank, bin ich ganz hohl. Ich wollte nämlich schon mal die Kartoffeln machen. Die Kartoffeln schon mal schälen und so. Das Fleisch haben wir auch schon rausgeholt. Ich muss mir gleich mal klar machen, was wir eigentlich alles machen müssen. Was wir dafür brauchen, weil ich habe irgendwie überhaupt gar keinen Überblick mehr. Wir müssen dann gucken, wie wir es im Wohnzimmer noch mit dem Tisch machen. Weil den müssen wir noch ein kleines bisschen nach vorne ziehen, damit auch zwei Leute hinpassen. Also hinten. Ich habe jetzt die Kartoffeln fertig. Die sind jetzt da drin. Passt gerade so. Machen wir aber noch nicht an. Erst gleich. Und jetzt habe ich hier mal alles rausgesucht für unsere Maissuppe. Da brauchen wir Wasser. Dann Kartoffeln. Dann brauchen wir so Schinkenwürfel. Zwiebeln. Mais logischerweise. Pfeffer, Salz. Dann noch Milch und Brühe. Genau, ich werde euch das Rezept mal unten in der Infobox verlinken. Und wir werden jetzt mal die Suppe schon mal fertig machen und dann am Ende, wenn alle da sind, nur noch mal warm machen. Wir haben jetzt hier schon den Speck drin mit ein bisschen Öl. Der muss nämlich jetzt hier knusprig anbraten und dann raus. Und ich habe jetzt hier schon die Zwiebeln geschnitten und 420 oder so Gramm Kartoffeln geschält und auch geschnitten. So, und wenn der Speck fertig ist, dann kommen Zwiebeln, Kartoffeln und das Wasser in den Topf. Yes, I am on my way. We'll put our differences aside and just enjoy this moment of peace and love and happiness. We come together to celebrate. Yes, every time the snow is falling down and it is cold outside, we gather around the fireplace and no one cares about yesterday.
sehr, sehr gut aus. Tim hat da jetzt einfach nur noch Milch reingemacht und Gewürze. Tim hat dann noch die Möhren hier gemacht. Schmecken sehr, sehr lecker. Und hier ist jetzt die fertige Suppe. So, wir holen jetzt auch Teller raus. Hier sieht's aus, ja. Alles voll hier. Wir haben noch Blümchen gekriegt. Zeig die mal. Die sehen sehr schön aus, was man gar nicht gesehen hat. Schön, ne? Schön, schöne Farbe. Wir brauchen jetzt noch Löffel hier. Können wir aufdecken, ne? Und da drin ist noch das Fleisch. Ich wollte vergessen zu zeigen. Oh, puh. Also da haben wir einmal den Braten. Und unser Hähnchen. Sieht auch sehr gut aus, ne? Oh ja. Jetzt muss nur noch schmecken. So, wir haben jetzt hier aufgetischt. Hier ist jetzt die Suppe. Prost, ich mach auch mit. Bei dem muss man aufpassen. Prost, Bruderherz. Ja. Prost, Emily. Prost. Also falls ihr noch Gewürz braucht, einfach schreien, dann hole ich auch nichts. Ah, hier haben wir jetzt unser Essen. Hier sind unsere Möhrchen. Die sehen auf jeden Fall sehr lecker aus. Dann das Süßkartoffelpüree. Dann karamellisierte Zwiebeln. Und hier haben wir einmal Hähnchen mit so einer Aioli-Marinade. Und hier unser Rollbraten. Morgen. Wir haben so einen kleinen Zeitsprung gemacht. So von gestern Abend Küche aufräumen bis hierhin. Ja, Kamera, mal, ja. Ja, also wir sitzen jetzt hier, frühstücken. Wir haben den ersten Advent. Möchtest du die Kerze anzünden? Okay, welche? Let's take this one. Ich hätte jetzt die hinterste genommen. Warum fragst du dann überhaupt? Okay. Dann mach doch. Yay. Schön. Ich wünsche dir einen schönen ersten Advent. Ich dir auch. Danke. Und dir auch, Pupsi. Wir sind übrigens heute beide im Weihnachtsmodus. Emily hat nämlich Weihnachtssöckchen an, eine Weihnachtshose und ein Weihnachtsbody. Ne? Ja, wenn du jetzt wüsstest, was ich sage, ne? Ja. Tim hat hier sehr schön den Tisch gedeckt. Hier sitzen wir leider viel zu selten. Ich weiß gar nicht, warum. Wir haben Trinken und Toast und Tee und das war's. Eigentlich haben wir nur einen Toaster ohne Toast sogar. Oder, ne, da ist sogar schon Toast drin. Das war's, mehr gibt's nicht. Hier ist der Aufschnitt. Wir haben einfach zu wenig Platz. Ich meine, der Tisch ist ja voll geil an sich, kein Ding, aber das ist einfach zu klein. Für Deko ist er zu klein, ne? Nee, nicht für Deko, sondern im Gesamten also, für, wenn du hier zu viert sitzt und hier was draufstellen willst. Da hast du auch schon keine Chance mehr. Ja, zum Beispiel Raclette. Du kannst hier vier Teller hinmachen, ein Raclette, aber dann, noch nicht mal das Raclette passt eigentlich dahin, aber das ist so das Einzige. Ja, und der Rest muss dann immer auf den Tisch. Aber, oh, schön. Aber wir wollen uns ja jetzt hier mal nicht beschweren, ne? Ich bin hier gerade reingekommen, Tim hat den Tisch gedeckt und hier läuft Weihnachtsmusik. Also, wir müssen das aus... Ja, gerade nicht. Aber wir müssen das ausnutzen, dass er heute anscheinend auf meiner Seite ist. Warum auch immer. Also, ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Es war wahrscheinlich nicht so lang, wie ich es mir erhofft habe. Aber ich habe mir abgewöhnt, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, so viel zu filmen, wenn meine Familie da ist. Einfach, weil ich das nicht mehr so mache. Ich weiß es auch nicht, warum. Die Zeit ja auch genießen, was schon mit der Familie. Eben, und dann hänge ich nicht immer die Kamera da drauf. Also wie gesagt, ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst mir wie immer sehr gerne euer Feedback unten in den Kommentaren da und ein Däumchen nach oben, wenn dem so ist. Sonst wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns einfach nächste Woche wieder bei einem neuen Video. Tschüss!